Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Die Folge 20 bis 22, da ist mir leider bei Audacity der Ton abgeschmiert. Deshalb vertone ich das jetzt nach und ein Tiger greift uns an und wir haben natürlich nur den Bogen. Ist meiner Meinung nach eine schöne Sache, um Pfeile zu verschwenden. Da gehe ich doch lieber auf den Pumpgun. Und da merkt man auch, das funktioniert viel besser. Aber es ist, glaube ich, gar kein Tiger. Es ist, Wie heißt das überhaupt? So eine Wildkatze, ich weiß nicht. Nee, ich kann es nicht sagen. Ein Schakal ist es auch nicht. Falls jemand weiß, was es ist, schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich bin gerade ein bisschen mal am Rätseln, welchen Weg wir denn gehen. Aber ich glaube, ich nehme mal den Weg hier. Und schwing mich mal hier links rüber. Ach nee, da haben wir, glaube ich, ein Holz vergessen. Das brauchen wir nämlich für die Pfeile. Sehr gut. Oh, und etwas Bergungsgut vielleicht. Bergungsgut ist voll. Das hatten wir auch noch nicht. Möglicher Fangkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörung, aber Konstantin geht kein Risiko. Gleich hast du Sichtkontakt, Freundchen. Wir klettern mal hoch und zeigen dir, was Sichtkontakt ist. Zack. Und wieder zwei von den Federn, bei denen ich nicht weiß, was das ist. Diesmal hat man auch gesehen, wir haben doppelte Erfahrung für den lautlosen Kill bekommen. Lohnt sich auf alle Fälle. Und eine Schriftrolle. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. So, und dann schwingen wir uns einfach mal weiter durch die Gegend. Auch hier rüber. Und ich finde, sieht richtig cool aus hier, gerade mit dem Regen. Ach, und das Bergungsgut ist immer noch voll. Zack, den killen wir mal mit dem Headshot. Jawohl. Und hier müssen wir wahrscheinlich nicht nach oben, sondern nach links. Noch ein paar Hölzer, noch ein paar Blätter. Und dann klettern wir mal hier rum. Das war knapp. Okay. Dann nach links müssen wir nicht, sondern hier hoch wahrscheinlich. Du bist tot. Ja, dafür, dass du das glaubst, zielst du aber ziemlich lange. EP, noch ein paar Blätter. Und hier schwingen wir uns rüber. Aber natürlich sind wir übermütig und verfehlen natürlich die Wand mit unserer Kletteraxt. Naja. Oh, und diesmal haben wir den gekillt, ohne dass wir ihn, also mit einem Schuss ohne Headshot. Interessant.
Ja, wahrscheinlich, weil es einfach im oberen Bereich trotzdem einfach eine tödliche Stelle war. So, und wir nehmen natürlich wieder den Weg hier. Ich fände es cool, wenn man hier wie bei Assassin's Creed pfeifen könnte und den anlocken könnte. Ja, hat ein bisschen Zuckungen, die Lara. Muss ich halt auch ein bisschen aufwärmen vor dem Kampf. Da denke ich gerade an die Springböcke in Südafrika. Also es sind so Böcke. Das ist ganz lustig. Also die heißen Springböcke, weil die eben springen. Aber das Lustige ist, wenn die sich zum Beispiel erschrecken oder wenn die weglaufen, dann springen sie häufig mit allen vier Beinen gleichzeitig hoch. Und also die laufen nicht, die springen dann wirklich nur. Also wie ein, aber es sieht so ähnlich aus wie ein Reh. Also das musst du dir so vorstellen, ein Reh, und das Reh hat unter jeder Hufe eine Feder. Also hat es nicht, aber so springt das, als hätte es eine Feder unter jeder Hufe. Und so springt es dann umher. Also ist ganz außergewöhnlich. Kann ich jedem nur empfehlen, sich mal so ein Reh-Video anzuschauen. Der Hammer. Ja. Oder einfach mal nach Südafrika fliegen. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Vor allen Dingen ist es ja auch immer schwieriger, die... Oh, und das scheint wohl die Anna zu sein. Wir sind alle entbehrlich, ja, natürlich. Vor allen Dingen du. So, hier müssen wir wohl runter. Und springen da mal nach links. Ne, was ich gerade über Südafrika erzählen wollte, war, dass es eine schwierige Sache ist, weil es werden ja auch viele Tiere gejagt und... Aber es ist echt gut, dass es da diese Nationalparks gibt. Also es sind riesige, riesige, wirklich riesige, abgezäunte Bereiche, in denen die Tiere dann eben leben können. Und der Sprung dort hat wohl nicht funktioniert. Im Gegensatz zu, es gibt da halt auch so Löwenparks. Also wir haben hier zum Beispiel keine Löwen gesehen. Und ja, Freunde, die haben gesagt, ja, komm, gehen wir mal in den Löwenpark. Aber im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich da nochmal reingehen würde, weil das ist wirklich, das muss man sich so vorstellen, ein bisschen größer als ein Gehege von einem Zoo, so dass man gerade so mit dem Auto durchfahren kann und dann kann man halt aus einem Meter Entfernung die Löwen fotografieren. Natürlich von den Sicherheitsvorkehrungen ziemlich hochgeschraubt, also die tapen dir dann auch vor deinem Jeep die Fenster zu, damit du auch gar nicht auf die Idee kommst, das aufzumachen, weil man sollte diese Tiere nicht unterschätzen. Also es ist wohl in der Vergangenheit schon mal eine Reporterin aufgefressen worden, die wurde dann mal eben rausgeschnappt und weggesnackt. Ja, im Nachhinein würde ich, glaube ich, sowas eher weniger unterstützen. Also ich bin auch jemand, der nie in den Zoo geht. Ich beobachte dann lieber die Tiere in der freien Wildbahn. Auch wenn man dafür manchmal eben den Preis bezahlen muss, dass man die Tiere dann nicht sehen kann. So, haben wir es geschafft, nach oben zu kommen. Woran denkst du, Anna? Er muss da unten sein. Und da hat's erkannt, dass sie umzingelt ist. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Ah, vielleicht liegt's in der Familie. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast.
Augen. Erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Oh, oh, oh. So, und ich glaube, ich muss diese Kisten da wegschießen. Damit wir beide nicht abstürzen, weil das Gewicht dadurch erhöht wird. Zack. Aber wir sind ja aus hartem Holz geschnitzt. Haben wir natürlich auch überlegt. Überleg dir mein Angebot, Lara. Bevor es zu spät ist. Was für ein Angebot. Dass du meine Familie verraten hast. Eben. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Das werden wir ja sehen. Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Miese Schlange, echt. Eben fragt sie noch, ob wir uns auf der Seite, auf die Seite von ihr schlagen, und jetzt weist sie eben Trinity an, uns zu töten. Nett. Ach ja, und wir haben es ja auch nicht eilig, glaube ich. Oh, der Atlas. Und setzen uns erstmal gemütlich ans Feuer im Basislager, was natürlich immer brennt. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes. So, der Hornbogen. Aber ich mache weiter. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Anna glaubt, sie kennt 10 von diesen Hölzern. Das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange und sie deshalb müssen wir jetzt erstmal die Hölzer sammeln. Ich noch die Oberhand gewinnen. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Ach ja, das griechische Feuer. Das war eben dieses Feuer, was mit dem die, glaube ich, den Angriff auf, oh, welche Stadt war das nochmal? Dieser Geruch. Auf irgendeine Stadt, auf eine griechische Stadt, Athen, glaube ich, abgewehrt haben. Und dann konnten sie eben auch die Schiffe mit dem griechischen Feuer vernichten. Weil es eben auch auf Wasser gebrannt hat. Oh, sehen nett aus, diese Gestalten. Oh Gott. Oh Gott, ja. Na, weil er uns erschreckt hat, dürfen wir den auch plündern. Das ist doch nett. Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Das sind vielleicht die Untoten. Und da ist das griechische Feuer. Da sprengen wir uns doch mal einen Weg durch. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ja, der Sicherheitsabstand hat. Na, der hat doch ausgereicht. Holen Sie sich den Atlas aus dem Archiv, bevor Trinity es tut. Und was haben wir hier? Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal den Atlas, ob das funktionieren wird.
Und da ist eine Granate. Nichts wie weg hier. Also kriegen wir wohl Besuch. Eine Rauchbombe. Ah, den haben wir leider verfehlt. Aber den haben wir getroffen. Na komm. Jawohl. So, da haben wir noch etwas Munition bekommen. Und, ah, den haben wir leider verfehlt. Wow. Und da kommen echt einige Leute. Oh, oh, ja, sie ist verwundet. Aber nicht mehr lange. Oh, sondern tot bald. Ha. Ja, ich glaube, ich sollte in Zukunft dann auch mal ein bisschen mehr auf Distanz gehen, aber das Gebiet hier ist auch ein bisschen zu klein. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Vorgehensweise. So. Aber es macht Sinn, hier auf kleinem Gebiet die Pumpgun zu nehmen. Ah. Ja, und jetzt haben wir wieder eine brenzliche Situation. Wir sind wieder in die Ecke getrieben worden, aber diesmal mit der Pumpgun. Auf jeden Fall die bessere Variante. Leider zweimal gegen die Mauer geschossen. So, und den letzten erledigen wir auch noch. Nee, ich hätte vorher vielleicht ein bisschen mehr auf die Umgebung achten sollen. Zum Beispiel das griechische Feuer, was da stand. Das hätten wir gut verwenden können. Und da haben wir gemerkt, ups, die Munition ist alle. Okay, nehmen wir lieber diese Waffe, dieses Gewehr. Wieso schießt sie nicht auf das griechische Feuer? Naja. Haben wir aber auf jeden Fall auch geschafft. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich eben noch nicht so der professionelle Shooter-Gamer bin. Ist alles eine Frage der Übung. So, da geht's nochmal weiter. Ich mag diesen Nebel nicht. Ja, und das war echt ein schöner Kill. Richtig gut gemacht mit dem Feuer. Zack, den auch gut fertig gemacht. Auch finde ich schön. Oh, jetzt werden wir von hinten angeschlossen. Oh, schnell weg hier. Auch fand ich schön, dass eben dieses Holz da so weggeflogen ist, dass die Umgebung eben von den Schüssen auch beeinflusst wird. Aber echt, wenn man, wenn ein Archäologe sich das ansehen würde, oder wenn, also, man weiß ja, dass sowas wirklich passiert ist, dass durch Krieg mehrfach Schriftrollen oder wirklich wertvolle Schriften vernichtet wurden. Also, ich würde es wundern, wenn das nie passiert wäre. So, und den letzten noch. Und die zweite Welle. Die ich eben echt im Moment schlecht sehen kann. Aber trotzdem einfach mal einen Headshot gemacht.
Ja, diesmal wende ich diese Taktik mit dem Feuer auch besser an. Ja, da sieht man, hier sind zum Beispiel jetzt die Schriftrollen alle vernichtet. So viel Arbeit. Das wurde ja früher alles von Hand geschrieben. Da gab es wahrscheinlich auch noch den Beruf als Schreiber. Aber wahrscheinlich auch kein schlecht bezahlter, weil die wenigsten lesen und schreiben konnten. Aber im antiken Griechenland konnten schon mehr Leute schreiben. So, die durchsucht war eben auch nochmal und müssen uns echt besser vorbereiten auf die Kämpfe. Ah, da unten ist doch noch einer. Spring mal runter, Lara. Sehr gut. Weil wir können im Moment wirklich alles an Munition, was hier so rumliegt, gut gebrauchen. Also weiter im Geschäft. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Hier, hab sie gefunden. Und zum Glück haben die das griechische Feuer gerade nicht angezündet. Wollte ich gerade sagen. Runter mit dir, Lara. Da tobt wohl gerade der Kampf zwischen den Zombies, sage ich jetzt mal nett, und den Trinity-Anhängern. Hier können wir auf jeden Fall nicht auftauchen, sondern hier. Das war's. Her mit dem Atlas. Da hatten wir wohl mehr Glück als Verstand. Ich finde es auch immer nett, dass die Trinity-Anhänger immer noch so gewisses Vorspiel haben, bevor sie einen töten. Neue Ausrüstung erhalten, das Atemgerät. Mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lang unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Sowas würde ich auch gerne erfinden. Echt, wenn es sowas gäbe, was den Sauerstoff irgendwie aus dem Wasser rausholt. Das wäre richtig praktisch, was den Menschen ohne dass man eine Sauerstoffflasche hat. Das wäre richtig nice. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Ja, dann machen wir das doch mal. Aber nicht mit der Waffe, sondern schön sparsam mit der Pistole. Ja, und natürlich fällt die Statue nicht komplett um. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Wir schwimmen einfach mal hier durch. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Nach da hinten müssen wir, um das griechische Feuer dann irgendwie ans Wasser zu spülen. Das da oben ist kein griechisches Feuer. Oh, was zum Plündern. Das machen wir doch. 4 Pfeile. Sehr gut. Tja. Wir haben auf jeden Fall Helfer und ich habe irgendwie gerade Probleme, richtig zu tauchen. Weil ich Angst habe, danach entdeckt zu werden. Aber jetzt funktioniert's. Wir pushen uns hier an. Und machen einen lautlosen Kill. War er denn lautlos? Ja, war er doch. Der Plan war, dass wir eben hier hochklettern, aber das funktioniert leider auch nicht.
Jawohl. Und der hatte uns leider gesehen. Und mein Fehler war, dass ich ins Wasser gesprungen war und geglaubt habe, dass er mich dann nicht mehr sieht und dass ich eben mal easy hier untertauchen kann und hier lang schwimmen kann. Funktioniert leider nicht. Ganz blöd sind die auch nicht. So, die 4 Pfeile holen wir uns noch. Was? Diesmal gibt es keine 4 Pfeile. Ja, ja, vor einer Minute war er noch am Leben. Gleich seid ihr auch nicht mehr am Leben. So, diesmal aber High Professional. Zack. Im Wasser platt gemacht. Diesmal von der Seite aus. Und dann fehlt also nur noch der dritte. Den wir sogar auch lautlos gekillt haben. Ach so, die Pfeile waren voll, deshalb haben wir eben nicht mehr aufgesammelt. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Da sind wir dran. Und aber auch schon am Ende der Folge. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis dahin. Ciao.